Na dann, ein neues Spiel. Oh, ich bin aufgeregt. So, du willst also noch eine Geschichte hören, in der sich das Schicksal von Pandora entscheidet. Wenn nicht, Pech, ich erzähle sie dir trotzdem. Es begann mit der Kammer, ein Alien-Gefängnis, zu öffnen mit einem mystischen Schlüssel. Die Krieger, die die Kammer öffneten, fanden jedoch zu ihrer Enttäuschung nur einen Haufen Tentakel vor. Sie zogen davon, überzeugt, dass die Kammer keinerlei Schätze enthielt. Sie irrten sich. Die Öffnung der Kammer führte zur Bildung von Iridium, einem kostbaren Alien-Element. Bald tauchte das seltene Mineral überall auf Pandora auf. Sein Vorkommen lockte viele an, auch die Hyperion Corporation. Hyperion kam nach Pandora, um Iridium zu schürfen und für Ordnung auf dem Planeten zu sorgen. Bei Grabungen stieß Hyperion auf Hinweise auf eine noch größere Kammer. Ihr Boss schwor, sie zu finden und ihre Macht zu nutzen, um die Borderlands zu zivilisieren. Aber nicht nur Hyperion hat es auf die Macht der zweiten Kammer abgesehen. Dem Lockruf von Gefahr und Beute ist nicht leicht zu widerstehen. Bestimmte Krieger kamen in Scharen nach Pandora, um ihre Geheimnisse zu ergründen. Manche nennen solche Typen Abenteurer, andere Narren. Ich nenne sie Kammerjäger. Unsere Geschichte beginnt mit ihnen und mit einem Mann namens Handsome Jack. Ich kenne den Toten nicht. Das hat er wahrscheinlich nicht verdient.
Ist aber auch nichts Besonderes. Hier draußen sterben sie alle. Die Unschuldigen und die nicht so Unschuldigen. Mit etwas Glück hat er mich noch nicht bemerkt. Ich will ihn warnen. Er soll lieber fliehen, sich verstecken, verschwinden, damit ich ihn nicht killen muss. Das will ich sagen. Über meine Lippen kommt aber das. Ich hab das glänzendste Fleisch verraten! Ha. Naja, fast. Das bin ich. Ich bin bereit für eine Gänsehaut! Ja, toll. Hey, weißt du noch, als wir normal waren? Sie kann den verdammten Hass wittern! Wohl nicht. Du hörst mich immer noch nicht, was? Die Stimme in deinem Kopf, die dich an eine Zeit erinnern will, in der wir oft tagelang nicht unsere Begeisterung für Fahrräder aus Fleisch rumbrüllen mussten. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Oh Gott, sie hat ein Malivan SMG. Sie ist eine Kammerjägerin. Sie ist eine Sirenenkriegerin, die mich mit ihrem Gehirn töten könnte. Was zum Geier? Ist das ein Psycho? Sie ist die schönste Frau, die ich jemals gesehen habe. Sag ihr, sie ist schön wie 1000 Sonnenuntergänge. Sag ihr, du brauchst ihre Hilfe. Sag, sie soll dich retten und für dich sorgen. Aber was du auch tust, brüll nicht aus voller Kehle das Wort Kacke. Ich bin der Schaffner der Kackeisenbahn! Es ist vorbei, du Idiot. Du stirbst hier und jetzt. Deine letzten Worte waren Eisenbahn. Na toll. Jetzt kommen die Ratten an. Dreh dich um, Sirene. Verdammt, dreh dich um oder du stirbst. Sie soll sich umdrehen. Los! Fetz das Fleisch weg! Hör mir zu. Salz in die Wunde! Ja, toll. Wir salzen die Wunden später. Aber wenn du jetzt nicht auf mich hörst, dann stirbt sie. Und das wäre deine Schuld. Ah, umdrehen, hübsche Lady! Jetzt sag Danke. Sag ihr, dass wir uns dank ihr vielleicht eines Tages wieder wie ein normales Wesen verhalten können. Ich hab einen Sittich für das Brustkastengemetzel gepudert. Hm. Naja, fast. Gott, oh, ich bin aufgeregt. So, ich bleib beim Gunsurker. Mal gucken, was haben wir denn hier alles? Aha. Aha.
Okay, ich glaube, ich habe definitiv schon mal meinen Schädel gefunden. Okay. Jetzt brauche ich nur noch einen Skin. Kann man den nachträglich auch noch ändern? Ja, klar. Okay, gut, gut, gut. Ich lasse den Namen erstmal so, weil mir jetzt gerade dazu nichts einfällt. Ja. Und ich bestätige meinen Charakter. So, wenn du dann fertig bist, dann wieder kurz Klappe halten dann, ne? Du hast noch 15 Sekunden. 10. Ach komm. 9. Ach komm, auch nicht. Ich bin hier, um zu schlitzen und zu lächeln. Na toll, noch ein toter Kammerjäger. Handsome Jack war fleißig. Moment, du bist nicht tot. Ja, jetzt komme ich von diesem Gletscher runter. Claptrap, dein metaphorisches Schiff ist endlich gekommen. Darf ich mich vorstellen? Ich bin ein CL4PTP Stewardbot. Aber meine Freunde nennen mich Claptrap. Oder sie würden mich so nennen, wenn sie noch leben würden. Oder je existiert hätten. Oh, ich habe da was für dich. Hier, nimm diesen Echo Communicator, den ich ganz sicher nicht einer dieser Leichen abgenommen habe. Er ist mit einem Klasse 12 Heads-Up-Display und einer Minikarte ausgestattet. Und jetzt, mein Freund, schaffen wir dich rein. Fantastisch! Da ich jetzt einen mächtigen Kammerjäger getroffen habe, kann ich mich endlich dem Widerstand in Sanctuary anschließen, mich an Jack rächen, weil er meine Modellreihe gekillt hat, und meinen zentralen Prozessor reparieren, damit ich aufhöre, laut zu denken. Wieso ist ein Bauchnabel zu haben? Ich bin an diese... Ich erkläre dir bald alles, aber sei gewiss. Es gibt einen Grund, dass du noch lebst, und ich bin hier, um dir zu helfen. Oh, hi, Angel. Und ja. Hi. Hab ich nicht gesehen. Halt's Maul, Claptrap, wir kommen gleich. Ich bin schon aufgeregt. Ich auch so ein bisschen. Ja, 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 du kennst das Spiel ja schon. Ich nicht, ich bin voll neu. Claptrap, also, gleich. Hör auf zu winken. Ja, also, lass dich erstmal ansehen. Erhältlich. Du hast einen goldenen Schlüssel zur Verfügung. Um einen goldenen Schlüssel benutzen zu können, musst du die Halsmaul-Claptrap, musst du die geheimnisvolle Beutekiste in Sanctuary besuchen. Je höher dein Level, desto besser die Beute. Ach, guck. Nice. Hi. Clappy will, dass seine Untertanen zu ihm kommen. Can I ride you? No. Ja, wie ich reite. Von warum hast du schon eine Waffe und ich nicht? Das ist doch keine? Nee. Von ich habe bloß 10 HP. Du bist voll geheilt. Hier, nimm die Schaufel. Kann ich nicht. Dann. Guck mal, ich kann noch kleiner werden, als ich schon bin. Na gut, dann gehen wir mal, ne? Oh, Mann, die sind alle tot. Tja, das könnte beinahe Exen sein, oder? Der hier wieder hier so liegt. Ja, das könnte Exen sein. Und das hier ist dann wahrscheinlich... Steve. Oder Zero. Könnte... Ja, nee, hier sind aber irgendwelche Randoms. Achso, also es ist nicht unsere. Wir nehmen mal an, dass dieser Zug voll war mit Kammerjägern. Ist nie wirklich zur Sprache gekommen, also das ist jetzt meine eigene Theorie. Und das hier sind jetzt halt die, die Explosion nicht überlebt haben. Hm. Ah ja, okay. Ja gut, wir kommen ja schon, der Trap. Bis ich gleich.
Ich will mir umgucken. Ich will mir umgucken. Er bewegt sich aber schon. Was? Irgendwie, er wartet noch auf uns, aber... Okay. Oh, was ist los? Warte, ich habe noch kurze Beine. Oh, ja, stimmt. Du ziehst das Let's Play voll in die Länge. Dich müssen wir immer warten. Mich mit meinen kurzen Beinen zieh ich's in die Länge, ist klar. Ja, du brauchst immer so lange. Ich gehe erstmal Munition sammeln. Sehr gut. Ja. Deine Fähigkeit, kurze Distanzen zu überwinden, ohne zu sterben, wird Handsome Jacks Untergang sein. Was hast du gerade über kurz gesagt? Oh, komplexe. Oh. That's not good. Okay, was ich auf jeden Fall schon mal nochmal machen werde. Ja, jetzt bin ich schon Handlanger. Wow. Nicht mehr nur Untertan, sondern schon Handlanger. Ich wollte ja immer Claptraps Untertan sein. Also, so, Mausempfindlichkeit ist bei mir jetzt wesentlich besser. Okay. Ja. Gott, du siehst halt echt aus wie ein Super Saiyan God. Ach ja, Claptrap, was ist? Ach, na gut. Aha. Bullimann? Bullimong. Bulli? Bullimong. Bullimong. Hm. Wie ein verrückter Mongo. Oh, wie hast du mich genannt? Oh. Ja, ich brauch's, du nicht. Hm. So viele Claptrap-Leichen. Was, ist das dein Werk? Nein, ich mein. Ich kenn den nicht. Oh, das könnte. Das könnte von meiner Axt sein. Ich meine, nein, den kenne ich nicht. Aha, okay. Mensch, also ich bin irgendwie voll gehypt. Selbst tot machen die sich noch gut als Mauerwerk. Ja. Huch. Oh, der Lappen bewegt sich. Der Lappen. Ich komme nicht durch. Dein kleiner Körper hat mich. Huch. Na, klappt doch schön am Feuer wärmen. Kennen Sie die Fußmatte noch? Die Fußmatte? Die Fußmatte da oben. Oh, wie nett. Da hat er die einfach Öl geklaut. Der kann wirklich sagen, ja, ich hatte ja nix. Ja, ist so. Okay, Clappy. Schön, wir gehen jetzt am Feuer wärmen, komm. Mich. Ja, Moment, ich muss erstmal. Don't. Was? Das? Na, Clappy, alles klar? Später. Huch. Huch, hey. Oh, guck mal, sogar der aus Jacob's Cove. Hä? Nein, nein. Den mochte ich. Weil er den Weißen erschossen hat? Weiß. Das war das wollen jetzt. Wollen wir jetzt hier nicht? Wollen wir nicht, ne? Ja, ja. Hast du dir da schon das Kammersymbol da drin angeguckt? Also richtig? Mit E? Das kannst du entdecken. Ah. Du kannst mich nicht stoppen. Okay, ist okay. Dann kann ich dich halt nicht stoppen. Ist okay. Ganz ruhig, Krieg. Wir schaffen das. Bei mir war jetzt noch ein bisschen leise. Moment, das muss ich doch mal einstellen. Was? So. So schön. Sorry, könnte ich den ganzen Tag bei zusehen. Warte mal. So, ich stelle mich jetzt mal hier hin.
Oh, warum habe ich jetzt noch eine Waffe? Wahrscheinlich, weil diese Gearbox-Geschenke für die, wahrscheinlich für die Handsome Collection, keine Ahnung, so richtig. Du hast jedenfalls ein paar Gegenstände Bonus. Ich gehe mir jetzt mal meine Knarre holen. Ja, komm her, komm her, komm her, komm her. Du hast dich soeben 1,5 Meter bewegt und einen Schrank geöffnet. Später, wenn du mit deiner blitzespeienden Waffe Monster von der Größe eines Wolkenkratzers tötest, wirst du auf diesen Moment zurückblicken und milde lächeln. Basic Repeater, super. Vor langer Zeit veränderten 4 Kammerjäger Pandora für immer. Doch diese Zeit ist vorbei. Dank Handsome Jack braucht Pandora einen neuen Helden. Ich weiß, dass du dieser Held bist. Abgesehen von den entsetzlichen Schmerzen ist das alles super. Ich habe schon auf einen Kammerjäger gewartet, der mir hilft, nach Sanctuary zu kommen. Ich werde dein weiser Anführer sein und du mein furchtloser Untertan und Handlanger. Erstmal den ganzen Ort hier looten. Ja. Hast du auch mitgekriegt, was du gesagt hast? Medikit hier! Ich hab Medikit gefunden! Ich dachte so, ich krieg sofort die Vibes. Du kriegst die ganzen Vibes, ja. Oh! Noch mehr Munition. Oh, neue Magazine, nice. So, jetzt muss ich mal ganz kurz in mein Inventar. Du hast erfolgreich den Natural Selection Annex freigeschaltet. Suche sein. Achso, das ist DLC-Zeug. Okay, vielen Dank, dass du die Special Editions von Borderlands 2 gekauft hast. Gerne. Immer wieder. Ja, immer wieder gern. Ja, war mir eine Ehre. So. Vielen Dank, dass du die. Ja, doch, ja. Private Eyes und Angehalts, okay. Und ein Egg Recorder. Persönlicher Gegenstand. Gute Zeiten, gute Zeiten. Warte mal, ich klicke das mal an. Erklär's nochmal, Amigo. Eden Recorder. Du wirst sterben, bevor du die Kammer erreichst, du Wahnsinniger. Bevor du auch einen Hauch ihrer Macht spürst, wirst du zigtausendfach erschossen und verbrannt und niedergestochen und zerfleischt. An diesem Satz hat mir einfach alles gefallen. Danke für den Hinweis, Amigo. Du verblendeter Psychopath. Cool. Warte mal, warum bist du gegangen? Inventar und da habe ich ein persönliches Echolog gehabt. Das hast du jetzt bei mir mitgehört, ja? Ja, das hast du jetzt mitgehört, ja. Okay, super. Nicht, dass ich dir wieder die Tonspur geben muss, was dann am Ende wieder nicht klappt. Naja, das hat man schon so oft gehabt. Siehst du mich eigentlich hier dann außerhalb deines Inventars rumlaufen? Ich sehe dich ganz halt rumlaufen. Okay, super. Ich werde mal noch die Waffen ein bisschen anpassen. Was haben wir hier? Ich werde... Hab ich vielleicht auch irgendwie sowas? Artefakt des Kammerjägers? Mhm. Ah ja, Artefakte sind halt so... Jetzt ist praktisch neben Schilden, Glasmods und Granaten ist jetzt der neue Slot. Und da kannst du halt auch haufenweise random Boni kriegen. Okay. Meine gut, jetzt seltene Beute ab was? Ab. Erhöht die Chance, dass Feinde seltene Beute fallen lassen um 5%, fertig. Ja, genau, das habe ich bei mir und auch. Und die Granate, die wir haben, die ist halt wirklich für den Anfang OP mit 1100 Damage. Ach nee, ist der Explosionsradius. Alter. Das ist der Radius. Der Damage ist aber trotzdem nicht zu verachten. Ja. 69. Entschuldigung. Aber ich habe bei mir kein Audio-Log. Schade. Na gut. Okay, gut. Ja. Sorry für die Zuschauer, dass das jetzt hier ein bisschen länger dauert. Wir müssen uns ja erstmal wieder zurechtfinden in einem neuen Spiel. Ja, und ich bin besonders hyped, weil ich kenne das Ganze so überhaupt nicht. Und ihr wollt nicht wissen, was das für ein Krampf für mich war, mich zu entscheiden, welchen Charakter nehme ich.
Das war. Oh, ich will hier alles. Gott, das sind sogar noch Lance-Mitarbeiter. Aber die gibt's ja nicht mehr, die Crimson Lance. Echt? Haben sie sich aufgelöst, oder? Ja, so ziemlich seit General Knox tot war und die Kammer geöffnet wurde und alles, Da hat sich das ein bisschen erledigt. Ach, der arme Knox. Ich mochte den. Aber cool. Jetzt müssen wir erstmal um Claptrap kümmern. Okay. Hi, Claptrap. Einfach mitkommen. Die Kisten können wir nachher aufmachen. Oh, ich, na gut. Gut, ich mach jetzt diese Tür auf und dann jagen wir uns einen Bullimong. Bullimong! Da war was. ja. Ja, natürlich. Ich hab das. Ah ja. Und diese Bullimong-Haufen, die natürlich wieder grün leuchten, kann man zerschmettern. Bleib dicht bei dem Roboter. Er hilft dir von diesem Gletscher herunter und nach Sanctuary zu kommen. Nur dort bist du in Sicherheit. Ja, gleich, Clappy. Oh, da waren noch welche, da waren noch. Ja, wir gehen jetzt noch die Kisten holen, komm. Ja. Wir haben jetzt diesen Gag, haben wir jetzt mitgekriegt. Ich gehe davon aus, dass du das nicht gesehen hast. Ja. Ich finde den essentiell wichtig zu zeigen, weil es zeigt an, wohin der Humor sich entwickelt hat. Natürlich. So, nochmal $2. Uiuiui. Jimmy Jenkins wird vermisst. Nicht Jimmy! Ich mochte Jimmy. Das ist einer von noch einer von Jacob's Cove. Ja. Boah, scheiße, hier wirst du ja richtig nostalgisch. Meine ja, Güte. Mann. Total. Tja, sagen wir dieser Schrottbude, sagen wir der auf Wiedersehen oder auch nicht. Und gehen einfach vorsichtig, dass dir nicht ein Container auf den Kopf fällt. Was? Naja, da war doch ein Schild über der Tür. Vorsicht, dass dir kein Container auf den Kopf fällt. Oh, hab ich nicht gesehen. Schade, dass keiner von uns verletzt ist. Weil ich glaube, ich habe hier was gefunden. Ich auch. Echt, woher willst du das wissen, wenn du nichts siehst? Mehr. Ach, jetzt macht jemand nicht ins Hemd. Ist das nicht nötig? Vorsicht, da ist eine Clip. Ich hab's versucht. Oh, schon wieder? Jack krempelt ganz Pandora auf links, um die Kammer zu finden. Es heißt, seine Bohrungen verursachen diese Erdbeben. Entweder das oder seine Mom ist gerade aus dem Bett gestiegen. Sing! Dieses lustigen kleinen Roboters, um Sanctuary zu erreichen. Die letzte Bastion des Widerstands gegen Jack. Und der einzige Ort, wo du sicher bist. Begib dich nach Sanctuary. Diesmal ist er wirklich lustig. Diesmal ist er abgestürzt. Claptrap. Okay, das Monglet ist uns egal. Ach, das ist Clappy. Oh. Dachte erst, da wühlt was im Schnee, aber es ist Clappy. So. Oh, jetzt sogar noch ein Bullimong-Balk. Oh, du Kackbalk. Läuft. Du bist immer noch da? Ich
Warte mal. Gut. Warte, bevor du ihn da rausholst. Dass du mich wegbringst. Aber bitte, lass dir Zeit. Ich muss feststellen, dass du mich nicht wegbringst. Vielleicht denkst du... Oh, Claptraps sind starke, edle, gerechte und fähige Geräte. Der kommt selbst daraus. Was in den meisten Fällen noch stimmt. Aber im Moment bräuchte ich Hilfe. Und wenn du mir nicht hilfst, muss ich schweres Geschütz auffahren. Ich werde dich mit Schweigen strafen. Mal sehen, was gefällt. Ja, ich werde dich anschweigen. Fühle den Stachel meiner passiven Aggression. Och, Clappy, jetzt sei nicht so. Ach komm. Was haben wir dir denn getan? Oh, Geld. Ja, manchmal nimmt man es nicht automatisch auf. So, ich links, du rechts. Komm. Ohne ja, politisch zu werden. Clappy ist die Mitte. Okay. Eins, zwei, drei. Freund aller Freunde. Weiter. Hat mich ein Freund genannt. Präsident von Hyperion. Ich werde dir erklären, wie es hier läuft. Kammerjäger taucht auf, Kammerjäger sucht nach neuer Kammer, Kammerjäger wird gekillt von mir. Siehst du das Problem? Du lebst noch. Könntest du mir also einen Gefallen tun und dich selbst erledigen? Das wäre nett, Herzchen. Hm. Ich kenne dich nicht. Eben. Also, da muss er mich erstmal zu einem Eis einladen, bevor das passiert. Was? Ein Eis? Ist er nicht kalt genug? Okay, Clappy, dann für uns. Oh, furchtloser Anführer. Schön aufgepumpt. Der Anführer aller Anführer. Ja, warum auf mich? Was hab ich dir getan? Ich bin zu klein, um gesehen zu werden. Verflucht seist du. Oh Gott, ich knarre jetzt ja langsam hier. Ist halt eine starke. Oh, und ich muss nachladen. Und dann läuft auch noch Clappy hier rum. Ach, hör auf so eine Scheiße nach mir zu werfen. Komm mal her. Feiges Schwein, komm her, du! Komm her und kämpf wie ein Mann! Oder ein Mong. Nee, der holt lieber seine Brüders. Oh, Bruder muss los. Hui! Wenn er so kleine Schneekugeln nach dir wirft, die kann man zerschießen. Au, wenn man nicht gerade nachlädt. Ja. Fuck, keine Muni. Komm her! Was denn, Anus? Na, die da. Ach so. Sie kommen aus den Wandanussen, hat er geschrien. Ah, das Auge. Claptrap benutzt es, um was zu sehen. I need that to see? Ich wollte doch. See what? Bitte! Jetzt brauchen wir nur noch wen, der es mir wieder einsetzt. Ich kann mir zwar denken, wie gerne du mir deine Faust ins Gesicht stecken würdest, aber Augen-OPs überlässt man besser den Profis. Mein Kumpel Hammerlock in Lyersburg kann mich reparieren. Along see. Nein! Oh! Komm her! Ich will dich knuddeln. Komm her, ich will dir meine Faust ins Gesicht rammen. Mit Schlagring. Ich feier. Auf der anderen Seite dieses Hyperion fragt das. Wie wär's, wenn wir durch ihn durchgehen, Kumpel? Du feierst das Alonzi, das dachte ich mir. Das dachte ich mir, dass dieses Alonzi, das ist so. Und öffne dich!
Oh. Wirklich, Clappy? Ich hab dich nur da mit. Warte, ich mach das. Hm? Phasenverschiebung wird ausgeführt. Gern geschehen. Das ist der Vorteil, wenn man eine KI ist. Ich bin mit fast allem auf diesem Planeten vernetzt. Es ist ein weiter Weg nach Sanctuary. Nimm bitte alles mit, was du für die Reise brauchst. Mutti ist die Beste. Naja, Mutti würde ich sie nicht nennen. Immerhin hat Angel uns im letzten Teil ja verraten. Also nicht uns zwei direkt, aber die anderen Kammerjäger. Ja. Ich dachte, das lag jetzt wegen mir, weil ich mich in den Scanner gestellt habe. Nee, das passiert so oder so. Aber das wäre lustig gewesen. Das wäre es doch gewesen. What did you do, ne? Wieder so eine Nummer. Was hast du getan? Ja. Was hast du getan, mein Freund? Ich hab gar nichts gemacht. Oh toll, ich muss wieder rumkommen. Ich glaube. Schroti? Schroti klingt gut. Sag mir Bescheid, wenn du bereit bist für ein Treffen mit Sir Hammerlock-Handlanger. Naja, Sir Hammerlock ist halt. Auch nur so eine Hausnummer. Auf der Seite ist nichts. Achso, das ist einfach nur die Muni, die hier so oben drauf liegt. Willst du die Schrotmuni hier noch haben? Nee, ich bin voll. Achso. Ich bin voll. So, dann rede ich mal mit dem Kleinen. Knuckle-Dragger ist tot und du hast Claptraps Auge zurück. Jetzt musst du nur noch jemanden finden, der es ihm wieder einsetzt. Ja, Clappy? Du stehst also schön. Wer ist er denn? Wer ist er denn? Wer ist er denn? Einfach die Faust ins Gesicht rammen, passiert schon nichts. So. Warte, ich glaube, ich bin zu groß. So. Von du musst dich hocken, um auf seiner Höhe zu sein. Ich bin einfach so auf seiner Höhe. Oder? Ja. Was war denn das gerade mit dem jetzt Fuß? Wir haben hier gerade mit den Armen vom Gesicht direkt rum. In die Augen. Also ins Auge, also wenn er ein Auge hätte. Gott, okay, Crimson ist ein liebes Roboter. Ich stelle mich mal in die Ecke, das will ich mir nicht angucken. Er fängt auch gleich wieder damit an. Schön. Wie lange geht die Folge eigentlich schon? Ach, das geht das, das geht noch. Wir können noch ein bisschen. Sei wachsam, Untertan. Auf diesem Gletscher herrscht ein Bandit namens Captain Flint, der mich ein paar Monate als Folterobjekt festgehalten hat. Wir spielten Spiele wie weich dem Schneidbeiner aus und fall nicht ins Säurefass. Im ersten war ich richtig gut. Achtung, Leute von Pandora. Hier spricht Handsome Jack. Und ich biete jedem, der mir den Kopf des Kammerjägers bringt, der gerade in Lyersburg eingetroffen ist, 1 Million Mäuse. Oh, und ich biete noch immer eine Belohnung für Roland, den Massenmörder und Anführer der Crimson Raiders. Waldmanns Heil, Banditen! Roland, was hast du getan? Roland? Also, wow. Also, du von den Roland. Massenmörder ist ja so okay. Massenmörder ist ja noch okay, aber nicht Anführer oder was auch immer er dann noch gesagt hat. Ja, also, aber was ich von dem Roland gehört habe, das war ja, also, boah, nee. Was der gemacht hat, ganz schlimmer. Ganz schlimmer Finger, habe ich auch gehört. Tja. Naja. Na dann, Geronimo! Hey, kein Fallschaden, super. Geil. Lade nach.
Ups, leider auch noch, weil ich daneben geschossen habe. Macht Platz. Eine Million Mäuse? Okay, Jungs, hier spricht Captain Flint. Findet diesen Kammerjäger und bringt ihn zu mir. Sofort! Erst Baron Flint, jetzt Captain Flint. Wie viele Flints gibt's denn noch? Flint Rider. Nee, du denkst an Flynn Rider. Hallo. Captain Flints Banditen an, dann taucht Claptrap auf. Ich muss in einem früheren Leben kleine Hündchen gequält haben, dass ich so etwas verdient habe. Sag, Kammerjäger, könntest du Flints Männer für mich killen? Klar. Okay. Doppelstelle. Neat. Ich schlag einfach Bullymonks tot. Ja. Hey, komm her. Komm her. Ich bin der Ganzjäger, nicht der Nachkämpfer. Eigentlich dürfte ist das gar nicht mein Stil hier. Sehfähigkeit wieder her. Ich deaktiviere vorher noch den elektrischen Zaun für euch. Okay. Oh. Bitte zurück, Kammerjäger. Lass Claptrap zuerst gehen. Ich wusste, Hammerlock würde es sich anders überlegen. Wir beide sind wie zwei Erbsen in einer Hülle. Zwei Kugeln in einem Magazin. Zwei Zwergkannibalen im Brustkasten eines Fettsackes. Verzeihung, aber wenn Claptrap spricht, meine ich, meine Gehirnzellen begehen alle einzeln Selbstmord. Ich komme gleich raus. Ah, schön. Krieg ich auch Schaden. Oh. Freut mich, dich kennenzulernen, Kammerjäger. Ich bin Sir Hammerlock. Schön, wie die Grafik erstmal nicht nachladen wollte. Stets zu Diensten. Ich kam hier, um die Bullymonks für meinen Almanach zu erforschen, aber Captain Flints Männer setzten mich auf diesen Gletscher fest. Danke übrigens, dass du sie gekillt hast. Also eine direkte Konfrontation mit Jack überlebt und Captain Flints Banditen besiegt? Unglaublich. Ich bin auch nach Sanctuary unterwegs und ich glaube, die Crimson Raiders könnten einen Helden wie dich gebrauchen. Wenn du mir jetzt bitte das Roboterauge geben würdest? Sei ganz lieb zu ihm. Ich glaube nicht. Hier, guter Mann. Gut. So, jetzt kommen wir aus dem Weg, damit der Mann da auch ran kann. Guck mich nicht an. Wird das überleben? Wird das überleben? Sag schon, Doktor! Nur das hier mit dem hier verbinden und... Nice Hand. Das war's auch schon. Ich lebe! Oh je, er spricht wieder. Untertan! Ich habe mein Augenlicht wieder! Und du bist weit hässlicher, als ich dich in Erinnerung hatte! Direkt hier. Keule. Jetzt, wo Liarsburg sicher ist, kann ich ja den Hauptstrom wieder anschalten. In dieser Stadt gibt es unzählige Dinge, die einem draufgängerischen Killer wie dir nützlich sein könnten. Oh, gleich. Wie sucht unser furchtloser Anführer Jack nach dir. Charmanter Kerl, was? Erst faselt er was davon, dass er dem Grenzland Frieden bringen wolle, dann schießt er die Bekloppen auf die Gewalt. Ist das Echo-Netzwerk noch nicht wiederhergestellt, dass er trotzdem leise wird? Menno. Naja, die Untertitel waren ja da. Gut. Ja, ja. Das Ding ist deaktiviert. Okay. Na, was ist hier los, Meister? Da bist du ja. Ja. Na los, funktioniert schon. Exkremente nochmal. Das schwarze Brett ist kaputt. Der Widerstand muss es deaktiviert haben, bevor sie nach Sanctuary gingen. Ich wollte eigentlich ein paar Jobs für dich posten. Na, sprich stattdessen einfach mit mir.
Ja, das würde auch gehen, ne? Manchmal. Ja. Aber wir sprechen dann nächste Folge mit ihm. Ja, nächste Folge klingt. Klingt erstmal super. Sieht aus wie eine Hand mit, die zum High Five mit abgespreiztem Daumen. Jedenfalls bei mir. Gut. Das kommt gleich, ja. Na dann. Also ja. Wir sehen uns hoffentlich bei der nächsten Folge von Borderlands 2. Und ich freue mich schon riesig drauf. Was da so als nächstes noch passiert. Ja, bis dann. Tschüss. Tschüss.